Hi Leute und ganz herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Und heute zeige ich euch mal meine Jahresfavoriten, meine Favoriten, die mich, die meisten zumindest, schon das ganze Jahr über begleiten oder schon über mehrere Jahre begleiten, ohne die ich einfach nicht mehr kann und nicht mehr möchte, es sei denn, es kommt was Besseres. Aber derzeit ist es so und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me and you. Ja Leute, ich habe mir 11 Produkte rausgesucht. Das 11. ist gerade spontan dazugekommen, als ich vorbeigelaufen bin. Dachte ich mir nur so, ach, das kannst du auch nochmal mitnehmen. Denn ich habe mir zwar vorher Gedanken gemacht, welche Produkte ich genau auswähle. Es sind nämlich super viele Produkte, die ich sehr, sehr gerne mag. Aber ich habe mich jetzt auf 11 Stück runter reduziert und werde euch die jetzt zeigen. So, das erste Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist aus dem Bereich Haushalt. Und zwar sind das von Denkmit diese Allzwecktücher. Ich habe hier gerade zum Beispiel den Duft Granatapfel und der riecht so gut. Ja, auf jeden Fall kann ich euch nur empfehlen für Oberflächen zum Saubermachen, für die Ceranfellplatte, für den Tisch oder für sonst irgendwas. Ich mache damit wirklich vieles sauber. Und das Geniale an diesen Tüchern ist einfach, die nehmen auch Fettflecken mit weg. Also Fettoberflächen. Einfach schmieriges Zeug. Ich hatte das eine ganze Zeit lang. Da war meine Ceranfellplatte einfach so schmierig. Und ich habe so viel Reinigungsmittel gekauft. So viel Zeug, so viele Tücher und keine Ahnung was. Und es war trotzdem schmierig. Wenn ich da mit dem Finger so drüber gegangen bin, hat man trotzdem wieder meinen Abdruck so gesehen. So, man hat wirklich dieses schmierige, eklige gesehen. Und ich habe dann irgendwann einfach aus Klacks gesagt, komm mal, Lina, nimmst jetzt einfach so ein Allzwecktuch. Das wird eh nicht klappen, aber probier es einfach. Ja, dann ist dein Gewissen beruhigt. Also deine Seele beruhigt, keine Ahnung, weil manchmal habe ich so Stimmen im Kopf, die sagt, mach einfach, weißt du? Und ich habe das genommen, dachte mir so, komm, funktioniert eh nicht. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Meine Ceranfellplatte war entfettet. Dann ist mir einmal, ich glaube, Öl ausgekippt. Ich habe Kuchen gebacken, nee, Margarine war es, nicht Öl. Und es war schwierig. Und ich habe es mit keinem Tuch wegbekommen. Und es war einfach so doof. Und dann habe ich wieder dieses Tuch genommen und plumps war es weg. Also hiermit ersparst du dir ein paar Nerven und auch ein bisschen Geld. Denn das Ganze hier kostet unter 1 Euro oder ein bisschen mehr wie 1 Euro, 1,50 Euro oder irgendwie sowas. Und hier sind 50 Tücher drin, also kannst du wirklich nicht meckern. Also wirklich ein Favorit, ohne dass ich nicht mehr möchte in der Küche. So, dann habe ich aus dem Bereich Beauty was und Pflege was, je nachdem wie man es nennen möchte. Und zwar ist das von BB, diese weichgepflegt 5 in 1 pflegenden Reinigungstücher. Für sehr trockene Haut und empfindliche Haut. Und zwar sind das die hier aus der blauen Verpackung. Und ich liebe die Leute über alles. Die die begleiten mich schon seit Jahren. Ich glaube, ich habe die schon benutzt. Da habe ich mich gerade erst angefangen zu schminken. Keine Ahnung, 15 oder irgendwie sowas. 14, irgendwie um den Dreh müsste das gewesen sein. Und ich liebe die. Die nehmen sogar bei mir wasserfeste Schminke mit weg. Und allgemein geht das damit super, super flott, sich abzuschminken. Ich nehme mal mit diesen Tüchern das Gröbste weg und dann wasche ich es ganz normal ab. Und ja, ich muss wirklich sagen, die sind super getränkt in diesem Wasser. Also es gibt voll viele Reinigungstücher, wo die ziemlich trocken sind, also ziemlich wenig von diesem Wasserzeug da drin ist. Und ja, bei denen ist es nicht so, die sind super, super feucht, angenehm auf der Haut, reizt nicht, wird auch nicht rot danach, kannst du super gut abnehmen und ja. Seitdem habe ich die immer hier. Und dann habe ich als nächstes von Balea ein Ultrasensitive Lippenpflege von Balea Med. Med, keine Ahnung, heißt das so? Und zwar ist das dieses kleine Jude-Stückchen. Das habe ich als letztes mitgenommen. Und ich wollte das unbedingt, unbedingt haben, weil es einen Lippenpflegestift im Balea Adventskalender gab. Und ich den unglaublich gut fand. Und ich dachte mir nur so, wenn Balea den im Adventskalender gehabt hat, dann muss es den doch auch im DM geben. Und tatsächlich, das war der hier. Und ich muss sagen, der ist super, super gut. Den trage ich auch gerade drauf. Ich habe sehr, sehr trockene Lippen das ganze Jahr über. Da kann ich machen, was ich möchte. Peelen ist bei mir kritisch, weil dann wird bei mir sofort alles wund und fängt an zu bluten. Also meine Lippen sind wirklich sensibel, was das angeht. Und bei diesem Produkt kannst du super gut schummeln. Es pflegt mega gut. Aber wenn ich mal Phasen habe, wo meine Lippen extremst trocken sind, benutze ich dieses Produkt. Und dieses Produkt
legt sich wie eine zweite Haut auf deine Lippen und lässt deine Lippen einfach nicht mehr trocken erscheinen. Und das ist so gut, also wirklich, du denkst, du hast Lipgloss drauf. Es legt sich wirklich oben richtig schön auf deine Lippen drauf. Es kriecht nicht in die trockenen Stellen, sondern da drüben bildet sich halt nochmal so eine Schicht. Und ich bin super begeistert. Ich habe es meiner Mutter empfohlen, ich habe es einfach jedem empfohlen. Und ich feiere dieses Produkt mega und wirklich mein absolutes Lippenpflegeprodukt. Dann habe ich von Balea eine Urea-Tagescreme für sehr trockene Haut. Und zwar ist das das hier. Und dazu jetzt auch nochmal eine kleine Geschichte. Seitdem ich wirklich richtig denken kann, weiß ich, dass ich mega, mega trockene Haut habe. Ich habe eine Mischung zwischen öliger Haut und trockener Haut. Ja, also da, wo es trocken ist, ist es nicht ölig. Und da, wo es ölig ist, ist es halt nicht trocken. So, wisst ihr, was ich meine? Und ich habe immer versucht, den perfekten Ausgleich zu finden. Und mit dieser Creme habe ich es gefunden tatsächlich. Ich habe eine ganze Zeit lang vor allem hier und auf der Stirn, meistens also Nase- und Stirnbereich, ist bei mir der Bereich, der am trockensten ist. Und bei mir ist das so, mein Gesicht gewöhnt sich an eine Creme und dann stößt mein Gesicht die Creme ab. So, wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall, es wirkt und nach einer Zeit lang, so wenn die Packung so halb leer ist, wirkt diese Creme einfach nicht mehr bei mir. Also es bleibt dann einfach trocken und dann geschieht nichts mehr in meinem Gesicht. So, und diese Creme, boah, ich will gar nicht wissen, wie viel ich davon schon gekauft habe. Auf jeden Fall, das ist bestimmt jetzt schon meine 6., 7., 8. Packung, keine Ahnung. Und immer noch perfekt. Ich mache es immer, wenn ich mich anfange zu schminken. Also drunter, so als Base nochmal. Und es funktioniert super, super, super gut bei mir. Meine Haut liebt diese Creme gefühlt. Und ich habe auch seitdem nicht einmal mehr trockene Haut gehabt. Wenn ich sie dann auch wirklich intensiv benutzt habe. Wenn nicht, dann habe ich wieder trockene Haut bekommen. Ja, aber dann auch erst so nach 1,5 bis 2 Wochen habe ich dann wieder gemerkt, oh, es fängt wieder an. Und ja, also kann ich wirklich nur empfehlen. Davon gibt es auch noch eine Nachtcreme. Und die habe ich jetzt gerade nicht hier, die ist alle gegangen. Aber die liebt meine Mutter auch sehr gerne. Die Nachtcreme hat meine Mutter übrigens auch als Handcreme benutzt, weil sie sehr, sehr, sehr trockene Hände hatte. Und ich muss sagen, Leute, diese Creme hat auf ihren Händen Wunder bewirkt. So, dann habe ich einmal einen Liquid Lipstick von Maybelline New York Superstay 24 Color. Und das ist einmal der hier. Das ist die Nummer 640 Nude Pink. Es hat hier so ein, ich weiß immer noch nicht, für was das ist, Leute. So ein Balm-Lippenpflegestift, I don't know, für einen Glossy-Effekt. Ich weiß es nicht, ich habe es nie benutzt. Aber hier ist auf jeden Fall der Liquid Lipstick, Leute. Es hat einen ganz witzigen Applikator, muss ich ehrlich sagen. Aber damit kannst du super, super gut arbeiten. Und dieser Liquid Lipstick ist einfach einer meiner liebsten Liquid Lipsticks aus der Drogerie. Weil der hält einfach bombenfest. Du kannst ohne Witz dir Nudeln an deinen Lippen reiben oder Wurst an deinen Lippen reiben oder eine Gurke an deinen Lippen reiben. Keine Ahnung, eine Serviette. Es hält bombenfest. Ich habe den mal über 24 Stunden getragen, glaube ich, weil ich mega, mega viel zu tun hatte und wir waren feiern und keine Ahnung und dies und das und jenes. Und der hat bombenfest gehalten. Also als ich morgens aufgewacht bin, ja, ich bin mit Make-up eingeschlafen, dachte ich mir nur so, alles andere sieht aus wie eine Friteuse und einfach nur Schrott. Und deine Lippen sehen einfach nur so gut aus. 8,99 € kostet er, glaube ich, absolut den Preis wert. Jetzt zeige ich euch einer meiner mitliebsten Produkte, seitdem ich in der 6. oder 7. Klasse war. Und zwar, kurze Geschichte, ich wurde früher in meiner Jugend gehänselt dafür, dass ich ölige Haut hatte. Und mir persönlich war das immer sehr, 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 sehr peinlich, Leute. Weil alle sahen noch top fresh aus nach 2 Stunden. Ich sah einfach top friteuse aus. Also das war mir peinlich, weil wirklich, ich war die ganze Zeit an meinem Gesicht und hier am Abwischen und keine Ahnung. Und einfach immer am Tupfen und keine Ahnung, dies hier wegmachen, bloß nicht nachfetten, immer in den Spiegel geguckt und. Und das war mir persönlich einfach nicht nur peinlich, sondern es tat mir schon in meiner Seele weh. Ich wollte immer noch nicht mehr in die Schule gehen, weil Leute mich auch dafür gehänselt haben, die können sich gar nicht richtig schminken, erölt alles komplett, dies, das. Ja, war echt krasse Geschichte. Aber damals war eine ehemalige beste Freundin an meiner Schulter und war für mich da. Und wir wollten an diesem Tag, wo es extrem war, zusammen auf den Kirmes gehen. Ich bin dann zu ihr gefahren
und war total geschminkt und sah zu dem Zeitpunkt auch noch gut aus. Also die halbe Stunde Fahrradfahren hat das überlebt, ja. Und dann habe ich bei ihr auf dem Tisch einen Puder gesehen und dachte mir nur so, ja, vielleicht kann ich das ja mal benutzen. Ich so, wie nennen wir sie? Anna. Anna, darf ich das Puder benutzen? Und dann habe ich das Puder drauf gemacht und es sah so gut aus. Es war matt und ich habe mich gefühlt wie ein neuer Mensch, Leute. Obwohl ich noch nicht mal wusste, wie dieses Puder sein wird. Auf jeden Fall bin ich dann den ganzen Tag so rumgelaufen mit einem Kilo Puder im Gesicht, ja. Als ich am Abend zu Hause dann angekommen bin, habe ich dann mir nur gedacht, oh Mist, wenn du jetzt in den Spiegel guckst, du siehst wirklich aus, als wärst du irgendwo auf dem Kirmes in irgendeiner Bude wirklich in diese Fritteuse gefallen mit deinem Gesicht. Aber nein, Leute, es sah einfach so, so gut noch aus und ich habe kein öliges Gesicht gehabt. Und das verdanke ich diesem Puder. Und das ist das Puder von Manhattan Clear Face Compact Powder gegen Pickel, antibakteriell reduziert den Hautglanz. Und wie gesagt, Leute, das begleitet mich schon sehr, sehr lange. Das neigt sich jetzt langsam dem Ende zu und ich muss das mal nachkaufen. Und seitdem ist das wirklich mein absolutes Lieblingspuder. Und wie gesagt, wenn ich das Puder drauf mache, weiß ich, dass ich den Tag über frisch aussehe und nicht aussehe wirklich wie eine Fritteuse, wie schon 50 Mal gesagt. So, als nächstes habe ich ein Produkt, Leute, was ich zweckentfremdet habe, was ich eigentlich gehasst habe, wo ich gesagt habe, das ist absoluter Schrott, wirklich. Und das ist ein Produkt von Balea. Und eigentlich sind die meisten Balea-Produkte sehr gut. Und es ist einmal von Balea milder Reinigungsschaum mit Mandelblütenextrakt, trockene und sensible Haut. Und zwar ist das hier. Das hat hier so einen Pumpspender und ja, für trockene Haut, fürs Gesicht absolut nicht geeignet, also für die Haut zumindest, funktioniert überhaupt nicht, davon wird deine Haut nicht weicher, nicht gar nichts, es bleibt trocken, zumindest ist es bei mir so. Und ja, deswegen habe ich es zweckentfremdet und ich benutze dieses super, super coole Produkt für meine Wimpern, denn ich habe ja diese Wimpern-Lashes drauf und die muss man natürlich auch irgendwie reinigen und man hat mir gesagt, ich soll das mit Micellenreinigungswasser benutzen, aber das funktioniert bei mir persönlich überhaupt nicht, damit reiße ich mir die Wimpern nur raus. Und mit diesem Schaum unter der Dusche funktioniert das einfach so gut, das machst du dir einfach ein bisschen auf deine Augen, reibst es so ein bisschen ein, dann lässt du es abspülen und damit kriegst du die wirklich super, super gut sauber, hast dann auch keinen Schlaf dazwischen oder irgendwie sowas oder Krümel oder keine Ahnung was. Und wirklich, dafür ist das Produkt wirklich perfekt und mittlerweile einfach zu einem Muss geworden unter der Dusche, damit ich meine Wimpern reinigen kann. So, dann habe ich ein Produkt, was mich ebenfalls seit Jahren begleitet. Und zwar ist das von Catrice Cosmetics, der Liquid Camouflage High Coverage Concealer in der Nummer 010 Porzellan. Und zwar ist das der hier. Viele von euch kennen den bestimmt schon. Mich begleitet das schon sehr lange und absolut meiner liebsten Produkte außer Drogerie. War das jetzt Deutsch? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Auf jeden Fall mag ich dieses Produkt super gerne. Es lässt deine Augenringe nicht stark verschwinden, aber es setzt sich gut auf deiner Haut ab. Also es sieht nicht so cakey aus oder so. Es kriegt halt nicht in deine trockenen Fältchen, die du vielleicht auf deinem Gesicht hast oder vielleicht auf Falten, die du hast oder auf keine Ahnung, was du hast in deinem Gesicht. Es ja, ist super schön drauf auf deinem Gesicht. Also Leute, mein absolutes Lieblingsprodukt seit Jahren. Seitdem ich das benutze, benutze ich es jeden Tag. Und wirklich, ohne das hier könnte ich einfach nicht. Und ich habe auch nichts Vergleichbares, Besseres gefunden bis jetzt. Als nächstes habe ich ebenfalls von Catrice Cosmetics ein Blushbox. Boah, ey, Deutsch, Alina. Deutschkurs. Warum hat mir keiner zu Weihnachten einen Deutschkurs geschenkt, ja? Blushbox Water Sweet Proof. Und zwar ist es ein wunderschöner Blush von Catrice, den ich jetzt mittlerweile seit einem Jahr jeden Tag benutze fast. Und das ist so ein richtig schönes Rosé, ein bisschen schon ins Peachige hin. Das kommt jetzt aber nicht in der Kamera so rüber. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Hat auch Glitzerpartikel mit drin. Vor allem im Sommer sieht das sehr, sehr schön aus, wenn du so ein bisschen was Glitzerndes hier drauf hast. Und ich habe den gerade übrigens auch drauf. Und ja, Leute, mag ich über alles und seit einem Jahr. Und da ist noch gut was drin. Als nächstes habe ich was ich meiner kleinen Cousine geklaut habe. Und sorry, Cousinchen, aber das ist ein mega Produkt. Und zwar ist das von Trend It Up Face Contouring Set. Also das ist diese Contouring-Palette von Trend It Up. Und ja, ich habe
besonders die beiden Töne hier sehr, sehr gerne benutzt und benutze sie auch immer noch sehr, sehr gerne. Das hier soll ein Highlighter sein, aber den habe ich wirklich nicht oft benutzt. Das könnte man eher so zum Baken oder irgendwie sowas nehmen. Es ist für mich kein Highlighter. Ja, den Ton habe ich am meisten benutzt, kann man glaube ich auch recht gut sehen. Auf jeden Fall kann man mit dieser Palette wirklich eine super, super schöne Kontur ziehen. Gerade für Anfänger ist es was sehr, sehr Tolles, weil das nicht so stark pigmentiert ist. Es wird aber auch nicht fleckig, was ich sehr, sehr feiere. Wie gesagt, habe ich auch gerade drauf. Du kannst damit eine natürliche Kontur ziehen und wie gesagt, ich war damals auch Anfängerin, als ich die meiner Cousine geklaut habe und es hat super gut funktioniert und ich muss wirklich sagen, einer der besten Contouring-Paletten aus der Drogerie. Dann habe ich als letztes ein Produkt, ja, was ich jedem empfehlen kann, der gerne auf sehr elegante, schöne Düfte steht. Und zwar habe ich eine Alternative zu teuren Parfums gefunden. Also, kurze Geschichte. Ich bin immer ein kleiner Geizkragen, bin es auch immer noch. Ich benutze meine teuren Parfums nicht für den Alltag. Also es ist für mich immer was Besonderes. Und wenn ich ein Parfum für 100 Euro gekauft habe, dann will ich nicht, dass es innerhalb einem Monat einfach schon leer ist. Vor allem, weil einfach so jedes Mal jeden Monat 100 Euro dafür bezahlen, um ein neues Parfum zu kaufen, was den ganzen Tag gut riecht und vor allem langanhaltend riecht. Ja, deswegen habe ich aus der Drogerie für mich was sehr, sehr Tolles entdeckt. Ich habe nicht mal danach gesucht. Ich habe es eher gesagt meiner Mutter geklaut, weil mein Papa ihr das geschenkt hat. Und seitdem liebe ich es einfach. Und das sind von Michalski Berlin die Parfums. Ich liebe die über alles. Ich habe jetzt hier einmal das in der pinken Verpackung. Das wäre so eine rötlichere Verpackung. Und Leute, ich muss ehrlich sagen, die haben einen super, 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 super schönen Duft. Und du riechst wirklich wie eine Frau, die gerade an dir vorbeigelaufen ist und es kilometerweit noch nach ihr riecht. Also liebe ich über alles. Für den Alltag benutze ich die sehr, sehr gerne. Und vor allem, die Düfte sind einfach so stark. Ich wusste gerade nicht, was ich sagen soll. Irgendwie habe ich so einen kleinen Aussetzer gehabt. Die Düfte sind einfach so stark, dass selbst wenn du deine Klamotten gewaschen hast, es immer noch so ein paar Flecken gibt, wo es danach riecht. Das ist so krass. Und ich muss wirklich sagen, es sind ja beide, wie heißt das, Eau de Parfum? Also Leute, wirklich, kann ich empfehlen. Kosten beide, glaube ich, unter 20 Euro. Bei Rossmann gibt es sie sehr, sehr oft im Angebot für, ich glaube, 12,99 € oder 9,99 € oder sogar noch günstiger. Und wie gesagt, seitdem liebe ich die über alles. Ich habe jetzt jeden Duft von Michalski schon durchgehabt. Und wenn ihr eine gute Alternative sucht, womit ihr euch besprühen könnt, was lange riecht, was günstig ist, und was vor allem nicht nach 5 Minuten verschwindet, das ist mir persönlich mal sehr, sehr wichtig, dann würde ich euch mal empfehlen, bei Rossmann, bei DM. Es gibt es nicht in jedem DM, aber in vielen DM-Märkten. Aber ich weiß, dass es die in Rossmann meistens, also bis jetzt habe ich in jedem Rossmann dieses Produkt gesehen. Bei Müller habe ich es auch schon gesehen. Ich würde auf jeden Fall mal nachschauen und mal dran riechen. So Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, trotz dessen, dass ich mich ein paar Mal versprochen habe. Aber irgendwie ist meine Zunge, also ich rede schneller, als dass meine Zunge hinterherkommt. Richtig komisch bei mir. I don't know. Ist leider bei mir so. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben. Über einen Kommentar würde ich mich mega, mega freuen. Genauso wie ein kostenloses Abo. Wie gesagt, kostenlos, komplett kostenfrei, kostet euch nichts. Wie gesagt, hier unten einmal abonnieren. Wäre super, super freundlich von euch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. We've been driving around, singing songs way too loud, because we wanna.